meine Lieben, seid alle von Herzen gegrüßt. Ich hatte vom Erzengel Michael eine Botschaft, was auch eine Warnung für die Menschheit ist. Und es ist ein ernsthaftes, brisantes Thema. Und auch ich habe über Michaels Botschaft nachgedacht. Wenn man sich die Weltlage so anschaut, dann muss man immer damit rechnen, dass die nächste Katastrophe über uns hereinbrechen kann. Ich bin ein Engelmedium und eigentlich erwartet man von mir nicht solche Aussagen. Aber ich bin ein Mensch, kein Engel, aber ein Engelmedium. Trotzdem lebe ich nicht mit einer rosaroten Brille. Kann aber auch nicht nur von Licht und Liebe und alles ist wunderbar berichten. Nein, man muss mit offenen Augen in die Welt schauen. Engel sind Wesen im strahlendem Licht und voller Liebe. Doch selbst Erzengel Michael spricht beim Benutzen seines Schwertes sehr klare Worte. Und das war seine Botschaft. Wenn die Menschen sich immerzu miteinander vergleichen, hat die Welt keine Chance, untereinander in Frieden zu leben. Ihr habt heute alle technischen Möglichkeiten durch Internet und mehr, aber zugleich ist es auch Fluch und Segen. Geht mit klaren Worten auf den anderen zu, redet mit reinem Herzen, findet zueinander. Denn nur so wird die Menschheit in Frieden leben können. Alles andere führt zu Missverständnissen, die zu Kriege führen können. Und das beginnt schon in der eigenen Familie. Aber es ist ja so einfach, andere für die Katastrophen verantwortlich zu machen. Doch ein Krieg beginnt bereits in der Psyche des Einzelnen. Und das wird noch mit den sozialen Medien unterstützt. Durch Missgunst, Neid und Hass. Doch ich will euch die Welt nicht so negativ beschreiben, sondern sage euch, nur die Wahrheit macht euch frei. Ja, dieses war die Botschaft und diese Botschaft sollte ich euch mitteilen. Ja, und ich, eure Deria, sage euch, seid euch eurer Einzigartigkeit bewusst und vergleicht euch nicht mit anderen. Jeder von euch wird auf dieser Welt gebraucht. Dein Weg ist bereits bei deiner Geburt festgelegt. Diesen musst du gehen und du schaffst es auch. Nur wenn du dich nicht mit anderen vergleichst, bist du in der Lage, deine Talente und deine einzigartigen Gaben zu erkennen, um deine Mission in dieser Welt zu erfüllen. Das wird dich stärken und macht dich frei. Glaube an dich und sage dir, wenn du an dir zweifelst, dann sage dir, ich bin einzigartig. Sage es dir immer wieder, jeden Tag. Glaube mir, das hilft dir. Denn du musst niemandem etwas beweisen, sondern nur dir selbst. Zum Schluss grüße ich euch mit dem Satz. Du bist einzigartig und wirst über dich hinaus wachsen. In Liebe, eure Deria.